Servus Leute, ja, die Sonja von Sonnige Bücher, die hat mich vor kurzem getaggt zum Dreambook Tag und ja, den werde ich jetzt mal für euch machen. Der Dreambook Tag, der beinhaltet 8 Fragen und ja, fangen wir mal mit der ersten an. Ich hoffe, der funktioniert so. Ich mache das jetzt so, wie es die Sonja gemacht hat. Sie wusste es, glaube ich, auch nicht so genau. Erste Frage. Welchen Traum wolltest du am liebsten immer weiter träumen? Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen? Welchen Traum ich am liebsten immer weiter träumt hätte. Ich habe so einen Urlaubstraum. Irgendwie, da war ich so irgendwie Südsee, Strand, so chillig, Urlaub und Sonne. Und im Traum musste man dann irgendwie immer sofort abreißen und irgendwie so und dann so, nein, ich bin doch gerade erst angekommen und dann wie so ganz bescheuert, wie halt so Träume sind. Aber das ist so, den hätte ich gerne weiter geträumt, aber der wurde so abrupt beendet. Welches Buch konntest du nicht mehr aus der Hand legen? Ja, da ist mir tatsächlich eines sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe damals gewartet, um die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier zu lesen. Ich wollte die dann in einem Rutsch lesen, war schon irgendwie immer gehypt und hatte Bücher schon des Öfteren in der Hand und dachte mir, ich muss jetzt, die Story hört sich so cool an und nee, ich habe dann tatsächlich gewartet, als Smaragdgrün, ne, der dritte Teil rausgekommen ist und habe dann angefangen mit Rubinrot und Saphirblau, habe die schon so gelesen, ja, und ich wusste, Smaragdgrün kommt an dem Tag raus und ungefähr da müsste ich dann fertig sein eben mit Saphirblau und so war es dann auch. Ich habe noch ein paar Seiten zu lesen gehabt, bin in mein Buchladen gegangen und habe mir eben Smaragdgrün mit nach Hause genommen, es hingelegt, Saphirblau zu Ende gelesen und dann habe ich wirklich Smaragdgrün aufgeschlagen und habe ich schau mal ganz kurz, denn das ist schon nicht ganz so dünn. Über 482 Seiten stark und habe das in einem Rutsch durchgelesen. Ja. Und ja, mittlerweile habe ich es auch schon des Öfteren mal wieder gelesen, also die Trilogie. Aber das habe ich in, keine Ahnung wie genau, ich weiß nicht mehr, aber in Rekordzeit nonstop durchgelesen. Also ich habe da, glaube ich, wirklich eine Toilettenpause gemacht und mal kurz was getrunken. Aber ansonsten voll durchgelesen. Ich konnte es nicht mehr weglesen, legen. Und ja, das war Smaragdgrün. Zweitens, hattest du schon mal ein Traum-Déjà-vu? Kam dir bei einem Buch schon mal die Story bekannt vor? So als ob du sie schon mal gelesen hast. Und zwar habe ich, es gibt da schon ein paar, aber das war so richtig so überdeutlich.
das war Ravenwood, die Schule der Nacht. Ja, es ist eine Vampir-Story, Mädchen, neue Schule, Vampir, sie verliebt sich. Ja, und die Grundstory ist eben, ne, das Mädchen kommt auf die neue Schule, dort trifft sie den Jungen, sie verliebt sich und der Typ ist ein Vampir. So, naja, bisschen halt Twilight und ja, wurde mittlerweile schon dutzendfach in irgendeiner Variante eben kopiert. Und ja. Hattest du schon mal einen Traum in der Hinsicht? Ja, tatsächlich. Ich habe so ein Begebenheit, aber frag mich mal nicht, das vergisst du dann schon wieder so schnell. Aber so ein Traum-Déjà-vu, wo du dich erinnerst und denkst, verdammt, das habe ich doch irgendwann neulich mal irgendwo irgendwie geträumt. So. Ja, das hatte ich schon des Öfteren. Aber ich glaube, das ist auch was ganz Normales. Hat, glaube ich, jeder mal in der einen oder anderen Art. Drittens, welchen Traum hast du in der nächsten Nacht weitergeträumt? Welche Buchreihe hat dich nicht mehr losgelassen? Ja, tatsächlich, ich habe ein paar Mal, das ist zwar schon ewig her, aber da hatte ich einen Traum immer und immer wieder. Also so jede Nacht und dann so wirklich so, du wachst auf und weißt, okay, du bist jetzt wach. Boah, was war das für ein krasser oder cooler Traum? Das war an einer Steilküste. Ist auf der, ja, an den Felsen, so eine in den Felsen geschlagene Treppe, so Stufen raufgegangen. Und oben quasi auf dem Plateau war ein großes weißes Haus. Und so eine Art Villa, und in der Villa waren so lauter so komische halbdurchsichtige Tücher, keine Ahnung, aufgehangen oder so drapiert an der Decke und sind halt so runtergehangen, und irgendwie war da noch jemand, eine Frau mit lange schwarze Haare, die hat man aber nie so richtig gesehen, weil ich bin quasi immer wieder von unten, von der Küste, die Treppen hochgelatscht, Richtung dem Haus gelaufen und in das Haus rein, und hat man dann irgendwo noch die Frau gesehen, und dann war der Traum auch schon wieder vorbei. Und das, dann wachst du auf, denkst du, boah, ich will doch mal wissen, wer das ist, wie sieht denn die aus, und du träumst den Traum dann wirklich immer mal wieder. So, also ganz am Anfang habe ich das innerhalb von kürzester Zeit mal ein paar Mal hintereinander geträumt, und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich den Traum, aber manchmal sind in so kleinen Abwandlungen, immer mal wieder träumen. Das ist, warum auch immer. Aber das Lustige an der ganzen Geschichte, kennt ihr das, wenn so eine Lichtstimmung herrscht und in dem Traum herrscht so eine Art violette
Lichtstimmung. Ganz komisch. Aber ja, das ist so ein wiederkehrender Traum. Ja, welche Buchreihe hatte ich nicht mehr losgelassen? Ja, also bei mir ist das eindeutig Harry Potter. Ich gebe es ganz einfach zu. Ich habe die Bücher tatsächlich mittlerweile alle schon 20 Mal, ja, tatsächlich ist es so, 20 Mal gelesen. Und ich gebe es zu, ich gebe mir zurzeit tatsächlich die Bücher das 21. Mal, aber diesmal als Hörbuch. Ich ziehe mir gerade die Hörbücher rein und ich bin gerade beim Feuerkelch. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt das 21. Mal, dass ich mir Harry Potter, die Harry Potter Reihe gebe, und ich werde sie mir wahrscheinlich in gewissen Abständen immer und immer mal wieder geben und sie immer mal wieder lesen oder hören, so wie jetzt. Ja, wird mich wohl nie mehr loslassen, diese Reihe. Viertens, was war der verrückteste Traum, den du je hattest? Was war das verrückteste Buch, das du je gelesen hast? Boah, also verrückte Träume, boah, dutzendeweise, aber das ist so ganz das normale Schnickschnack. Ich habe mal geträumt, irgendwie so beim Raketenstart dabei zu sein und ach, keine Ahnung, hey, dass du Bungee-Jumping machst und so irgendwo runterfällst und was da Geier, oder fliegen kannst und so Zeugs. Ich weiß nicht, hey, ich glaube, das hat jeder schon mal in irgendeiner Art und Weise, in einer abgewandelten Form geträumt. Ach, verrückte Träume, also jeder Traum ist in gewisser Weise total verrückt, von dem her. Aber ja, wenn es um Bücher geht, eines der absolut verrücktesten Bücher ist mit Sicherheit Happy Smack Day. Das ist wirklich ein total lustiges, cooles Buch, in dem ein elfjähriges Mädel die Welt rettet. Ja, Happy Smack Day, oder der Tag, an dem ich die Welt retten musste. Ja, die Tip Tucky trifft J-Lo. J-Lo ist nämlich ein Außerirdischer, ein Boof. Und die Boof haben die Erde erobert. Ja. Und dann gibt es noch andere Außerirdische, noch bösere. Noch bösere als die Boof, obwohl die ja schon die Erde erobert haben. Ja, und dieses elfjährige Mädel, die Tip Tucky, die freundet sich ja mit diesem Boof, mit J-Lo, an. Und ja, gemeinsam retten sie die Welt. Denn J-Lo ist ein wenig so ein Ausgestoßener, der hat Scheiße gebaut. Ja, aber wie gesagt, zusammen mit Tip und J-Lo und Schwein, glaube ich, heißt die Katze. Die Katze heißt Schwein oder Pig. Ja, mit die drei zusammen retten die Welt. Eigentlich ist es Pig, die Katze, aber wie auch immer. Sensationell toll geschriebenes Buch und solltet ihr mal lesen, wenn ihr was zum Lachen und richtig geile. Ja, ist toll. Fünftens, welcher Traum
hat dich zu Tränen gerührt? Welches Buch hat dich zum Weinen gebracht? Ha, ja, welcher Traum hat dich zu Tränen gerührt? Boah, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, dass ich jemals irgendwie einen Traum gehabt habe, wo ich aufgewacht bin und musste weinen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nö. Vielleicht schweißgebadet. So, Gott, was war denn das für ein Scheiß? Nee, aber zu Tränen gerührt. Eigentlich nicht. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Ja, und hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Das ist auch so eine Sache. Ja, bei dem Buch kannst du eigentlich wirklich Rotz und Wasser heulen. Denn es geht hier eben um Anna, diese naseweiße Fratz. Tja, und wir dem Buchautor hier, Finn, viel beigebracht hat, sagen wir mal so. Und es ist eine unglaublich traurige, herzzerreißende und mind-blowing die Geschichte. Horizont erweiternd auch ein Stück weit. Wenn man das Buch bewusst liest und ist für die Botschaft offen, kann es lebensverändernd sein, glaube ich. Und man kann gleichzeitig lachen und weinen, wenn man dieses Buch liest. Es ist grandios. Es ist wahrscheinlich eins der absolut besten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ich kann es euch nur ans Herz legen und dass ihr das mal lest. Puh, ja. Sextens, was ist dein liebster Traumcharakter? Welchen Protagonisten magst du am liebsten? Boah, Traumcharakter, keine Ahnung. Traumcharakter, ich weiß nicht, was man als Traumcharakter jetzt bezeichnet. Das ist immer mal ganz nett, wenn im Traum eine hübsche Frau auftaucht, ja, aber keine Ahnung, was ist jetzt ein spezieller Traumcharakter. Ich habe vorhin überlegt, denn welchen Protagonisten magst du am liebsten? Es ist echt schwer, ich habe wirklich Dutzende Protagonisten, die ich echt cool finde, in die unterschiedlichsten Bücher. Ich mag Gwendolyn, ich mag die Tip, ich mag Anna, ich liebe Anna, ich mag die Charaktere aus Harry Potter, ob das jetzt Harry selber ist oder Hermione, Ron finde ich cool ohne Ende, Luna Lovegood, Neville Longbottom, das sind alles so unglaublich geile Charaktere, die ich absolut lieb. Samwise Gamgee, Alter, das ist so ein cooler Charakter. Die Lucinda Morera bei Blutbraut.
von Lynn Raven. Die hat mir es schon irgendwie echt angetan. Ich fand die so toll. Das ist so ein cooler Charakter. Falls ihr Blutbraut noch nicht gelesen habt, ey, zieht euch das rein. Und ja, das Buch hat über 700 Seiten. Das ist Peanuts. Ohne Witz. Ihr werdet sehen, ihr lest das Buch so übelst schnell. Ich habe die ersten 350 Seiten so und dann waren die gelesen. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Ich muss dann irgendwo hin und musste irgendwas machen und dachte mir, naja, wie viel habe ich denn jetzt? Und dann so, was? Ich habe ja schon halbe durch. Mir war das gar nicht so bewusst, als ich das gelesen habe. Ja, diese Blutbraut und was sie durchmachen muss und wie stark sie ist und so, das hat mich schon irgendwie total begeistert. Das ist ein absolutes 15-Punkte-Buch. Es ist oberste Kategorie von Bestbücher und so weiter. Also das ist so richtig, richtig der Hit. Also ja, Blutbraut von Lynn Raven. Und ich würde mir so eine Fortsetzung wünschen. Falls ihr irgendwas wisst, dass es da vielleicht eine Fortsetzung geben könnte irgendwann mal, oder es da irgendwas im Gespräch ist, oder es ein Spin-off oder irgendwie was von Lynn Raven da gibt oder geben sollte, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde es so dermaßen feiern. Ja. Wo waren wir denn? Siebtens. Welchen Traum hast du bereits öfter geträumt? Welches Buch hast du mehr als einmal gelesen oder möchtest du noch mehrmals lesen? Ja, ich habe das ja vorhin schon mal so erwähnt, dieser Wiederholungstraum. Das ist so ein echtes Ding. Aber ich habe in meiner Kindheit immer mal wieder von einem Wettrennen geträumt. Und das war immer irgendwie cool. Ich habe immer irgendwie gewonnen. Keine Ahnung, im Gegensatz zu manch anderen Träumen, wo man dann wegrennt und einfach nicht vorwärts kommt. Aber ich war da irgendwie immer total schnell und habe da immer gewonnen. Das war irgendwie cool. Aber boah, öfter geträumt, ja. Tja, keine Ahnung. Welches Buch hast du mehr als einmal gelesen oder möchtest du noch mehrmals lesen? Ja gut, Harry Potter habe ich tatsächlich schon dutzendfach gelesen. Ja, nee, dutzendfach, aber 20 Mal gelesen und jetzt das 21. Mal als Hörbuch. Da weiß ich das tatsächlich noch. Denn ich habe es zählt, ich habe Strichliste geführt hinten im Buchdeckel. Bei jedem Mal, als ich das Buch beendet habe, habe ich da einen Strich gemacht. Und deswegen weiß ich, wie oft ich das gelesen habe. Bei diesem Buch kann ich es euch ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Herr der Ringe. Die Herr der Ringe Trilogie habe ich mittlerweile so oft gelesen, dass ich tatsächlich nicht mehr weiß, wie oft ich sie gelesen habe. Also ich habe keine Ahnung, keinen Schimmer, wie oft ich
wie oft ich Herr der Ringe schon gelesen habe. Es sind ja mehr als 20 Mal über die Jahre. Ich werde vielleicht schon an die 30 Mal das gelesen haben. Ja, jetzt bin ich fast 41 Jahre alt und ich lese. Wann habe ich das erste Mal gelesen? Tja, vor. Ja, wahrscheinlich so 25, 26 Jahre ist es her. Und ich habe das tatsächlich manchmal in einem Jahr dreimal, viermal gelesen. So, auch wenn ich es jetzt schon, glaube ich, ein Jahr oder so, ein Jahr nicht mehr gelesen habe. Ja, es ist mal wieder fällig, wahrscheinlich demnächst. Ja, und ich werde es wahrscheinlich, bis ich alt und grau bin, immer und immer mal wieder lesen. Ja, vielleicht nimmer jedes Jahr zweimal oder so, sondern vielleicht nur noch einmal im Jahr oder nur noch alle 2 Jahre, aber es ist immer mal wieder dran, sagen wir mal so. Es kommt immer mal wieder der Punkt, an dem ich der Herr der Ringe lesen muss. Muss. Achtens. Was war der schlimmste Albtraum, den du je geträumt hast? Was ist dein größter Buchflop gewesen? Ja, der größte Albtraum, keine Ahnung, ob das der größte Albtraum war. Aber ich kann mich erinnern, als ich klein war, hat mich bei uns im Haus, im Treppenhaus, diese grünfressige Hexe aus der Zauberer von Oz verfolgt. Die hat mich quasi bei uns die Treppe runtergejagt und hat mich verfolgt. Und so, dass ich dann irgendwie die Treppe runtergestürzt bin. So, und das war so, und das habe ich ein paar Mal auch geträumt. So, und das ist so, aus der Kindheit so ein echter, noch deutlich hängen gebliebener Albtraum. So, die Hexe aus der Zauberer von Oz. Übel. als Albtraum, welcher Buchflop? ich habe mir auch überlegt, es ist vielleicht immer mal wieder, aber es ist nun mal Shades of Grey. Es ist so ein Bullshit. Ja, es ist so, wer es könnte. So eine coole Story sein. Es ist aber einfach nur ein unglaublich schlechtes Buch. Es ist halt nur mal unglaublich schlecht geschrieben. Und da könnt ihr da draußen noch 100-mal Fan von der Grütze sein. Deswegen ist es immer noch schlecht geschrieben. Und es macht auch nicht der beste Lektor auf der Welt. Macht es zu einem guten Buch. Das müsstest du von Grund auf eigentlich komplett neu schreiben. Ich mag das nicht und ich höre es auch. Übel. Das war der Dreambook Tag.
Sonja, danke, dass du mich getaggt hast. Ich tag mal wieder Theresa, Leseule Theresa. Ich tag dich, bis du schwarz wirst. Immer wieder. Ich hoffe, du machst irgendwann mal einen dieser Tags, kannst eigentlich fast durch die Bank schauen. Ich tag dich nämlich immer. Falls du Stoff für Videos brauchst, schau einfach mal bei mir in meine Tags, bei mir in der Liste. Du bist in jedem getaggt. Von dem her. Machen wir weiter. Falls meine liebsten Bücher nixen, falls ihr Bock habt, diesen Tag zu machen, falls ihr noch nicht gemacht habt, dann seid ihr auch getaggt und der liebe Nick, der Buchtoaster, wie immer auch, und Luisa, das Bücherregal, falls du Bock hast, mal wieder einen Tag zu machen. Dich tagge ich auch gleich mit. Reicht. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.